ersten Tag erschuf Gott Himmel und Erde. Und dann, als er richtig gut drauf war, erschuf er Obertilja. In der beschaulichen 700-Seelen-Gemeinde in Osttirol kann eine Biathletin noch Biathletin sein. Denn inmitten der idyllischen Alpenromantik liegt das Sommertrainingscamp unserer deutschen Biathletinnen. Und die sind heute die Stars in einem Image-Werbefilm für Obertiljach. Glauben sie zumindest. Und das hier ist die Regisseurin. Mein Name ist Desiree Jacobi und freue mich sehr auf den Tag mit euch. So, starten wir, würde ich sagen. Bis später. Sehen Sie jetzt Jeanette Biedermann in Jeanette und die glorreichen Sieben. Und als erste darf Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier mit einer angeblich unfassbar wertvollen historischen Armbrust vor die Kamera. Wie alt ist die Armbrust? Die ist aus dem späten 15. Jahrhundert. Also. Wie nimmt man die in die Hand? So. Nimmst so jetzt in die Hand und aufpasst, nicht unten gehen, weil das spannt dann gleich. Da muss man jetzt aufpassen. So. Vorsicht. Und dann schießt du praktisch und sagst, Obertiljach seit Hunderten von Jahren ein Volltreffer. Obertiljach seit Hunderten von Jahren ein Volltreffer. Und bitte! Obertiljach seit Hunderten von Jahren ein Volltreffer. Okay, also ich habe natürlich schon gedacht, dass du ein bisschen weiter schießt. Ja, da wollte ich nichts dazu. Also wenn die früher auch so war, die Armbrust da, haben sie aber nichts zu essen auf den Tisch gekriegt. Ja, ja. Seid ihr wieder so weit? Und bitte! Jetzt streng dich doch mal an, Laura. Obertilja, seit Hunderten von Jahren ein Volltreffer. Toll, Laura. Hammer. Was sagt ihr, hammert oder was? Was haben wir, ein Tonproblem? Oh, bitte Leute, das war so geil. Das kriegst du doch nie wieder so hin, so geil. Und damit sie es wirklich nie wieder so hinkriegt, tauschen wir die wertvolle Armbrust einfach aus. Gegen unser manipuliertes, sehr empfindliches Modell. Achtung und bitte! Obertiljach, seit Hunderten von Jahren ein Volltreffer. Na dann, gut Schuss, Laura. Ups. Was ist denn jetzt? Boah, Laura, ich glaube, du hast das Ding geschrottet. Ich? Ich hab doch nichts gemacht. Du hast aber jetzt den historischen Schatz der Gemeinde zerstört. Doch. Aber das war ich schuld. Vielleicht zu fester abgedrückt oder was? Und mal, Laura, bist du versichert? Bleib mal ruhig. Ach du Scheiße. Ich bin doch nicht schuld. Jetzt haben wir ein Stück Tiroler Geschichte verpulvert. Na gut, als Sportler muss man auch mit Niederlagen umgehen können. Ja, Laura, sag mal. Ach du Scheiße, sonst musst du ein paar Goldmedaillen verkaufen. Mensch, soll ich mit meinem Gewehr schießen? Das darf funktionieren. Ob ich mit meiner Waffe schießen soll, die fliegt auch nicht auseinander. Laura, guck mal da zum Thomas in die Kamera. Ich sage dir eins, Obertiljach wird dir verzeihen. Wir haben dich einfach auf die Schippe genommen. Das ist die versteckte Kamera. Und wie geschert wir wirklich sind, erfährt als nächstes Staffel-Weltmeisterin Maren Hammerschmidt. Jetzt haben wir einen Satz. Als echtes Girl wirst du schnell schwach bei sexy Obertiljach. Ja, ist Hammer. Der ist mein Ding. Ihr seid auch sexy. Ich meine, ihr seid Frauen, ihr seid Hammerfrauen. Hammerschmidt, verstehst du? Hast du noch nie gehört, wa? Achtung und bitte. Als echtes Girl werde ich schnell schwach in sexy Obertiljach. Sehr, sehr sexy, ey. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst gewesen, oder? Du hast der Frau Hammerschmidt jetzt nicht in den Nacken genießt, oder was? Entschuldige. Nee, hat er nicht. Diese Rotze war nur original Tiroler Quellwasser. Du hast nicht die Seuche oder was, ja? Also war nur der Tabak, ja? Dann machst du überhaupt nicht viel besser. Dann bereit und wir machen das einfach normal. Sorry, ist alles gut bei dir? Wir machen das jetzt noch einmal und dann ist alles gut. Alles klar. Passt. So, hast du den Satz? Ja. Alles klar. Geht das jetzt schon wieder los? Nee, keine Sorge. Warte mal schnell flüchten. Alles klar, Hammerschmidt, hau rein! Achtung und bitte! Jetzt habe ich keinen Bock mehr, ehrlich nicht. Ey, tut mir leid. Ja, ich krieg das die ganze Zeit ab. Das ist ja furchtbar. Also ohne Witz. Oh, wenn Blicke töten könnten.
Mal sehen, wie die nächste feuchtfröhliche Überraschung bei Franziska Preuß ankommt. Heidi! Hallo Mäuschen! Na? Ja, komm mal ran, mein Schätzelein. Also unsere Regisseurin findet die Franzi schon mal super. Machen wir die Szene, der die kleine Heidi auf deinem Schoß sitzt und dann sagst du, ich werde schwach beim Urlaub in Obertiljach. Achtung, bitte. Ich werde schwach beim Urlaub in Obertiljach. Franziska, na schön locker. Ich werde schwach beim Urlaub in Obertiljach. Ja, schade. Ja. War ein kleiner Hacker drin. Aber kannst du sie einfach auf die andere Seite mal drehen? Dann haben wir noch eine Variante im Falle des Falles. Und bitte! Ich werde schwach. Und jetzt kommt Klein Heidis ganz großer Auftritt. Heidi, pinkelst du gerade? Sag mal, das ist nicht dein Ernst, oder? Oh nee, jetzt hast du die Franziska voll gepinkelt. Ich glaube das nicht. Oh, scheiße. Ja, ich glaube, du hast sie zu fest gedrückt, oder was? Genau. Ich auf deine Hose. Also wir legen die Heidi noch mal kurz trocken und dann machen wir es noch einmal. Mäuschen. Oh, ernsthaft? Guck mal, es nicht losen. Reicht es nicht jetzt? Nein, natürlich nicht. Uns noch lange nicht. Es ist halt doch nass. Achtung und bitte. Ich werde schwach beim Urlaub in Obertiljach. Was ist denn los, Heidi? Nicht schon wieder? Oh, weia. Es gibt's doch nicht. Die Heidi läuft aus. Läuft alles unten aus dir raus. Sie ist halt nervös. Hast du 3 Liter Wasser getrunken? Was hast du denn gemacht? Nach 2-mal anpinkeln hat doch die Franzi genug und hat sich ihre eigene Meinung über unsere Regisseurin gebildet. Ja, aber die Frau, die hat doch auch einen an der Waffel, oder? Und wie war es sonst so? Von einem fremden Kind bin ich auch noch nicht umbieselt worden. Ich hab mir einen Nacken gerotzt. 2-mal. Der hat einen Schnupftabak da genommen oder was auch immer das war. Maren hat Rotze in die Haare, ich hab Urin auf meine Oberschenkel. Das ist die Kotze auf der Hose, ne? Pass auf, jetzt speift einer in der Küche. Ja, warten wir mal ab, denn jetzt trägt ein echter Sternekoch falsche Tiroler Spezialitäten auf. Zum Aperitif serviert er vergorenen Brennnesselsaft. Ihr nehmt ein Schlückchen und sagt, so schmeckt Obertiljach. Und wie kann man den so beschreiben? Der schmeckt leider nach Kuhscheiße. Ist interessant. Nach was riecht es denn? Nach Prost, Jeanette. Ja, Hammer. Schon. So schlimm ist es auch wieder. Doch. Das ist bestimmt gut für den Darm. Kann man schon Wasser kurz nach dem Brennnessel-Ding? Achtung und bitte. Schmeckt wie ein Kuhstall. Ist so ekelhaft. So schmeckt Obertiljach. Ja, Hammer. Das haben wir. Der Hauptgang ist heute absolut ungenießbar. Wir müssen die Kamera gucken. Ja, es ist gut. So schmeckt Obertiljach. Und jetzt sagt ihr den Text noch mal. Und dann sagt mir noch mal, dass das geschmeckt hat. Herzlich willkommen bei der versteckten Kamera. Für die dreifache Weltmeisterin Vanessa Hinz geht es auf einen Trimm-Dich-Parcours. Er gibt einen schönen Satz. Und zwar, alles andere kann mich mal. Ich starte durch im Lesachtal. Ich dachte immer, genau. Leisachtal, wenn dann. Aber heißt es Leser? Wer kennt hier schon jede Ecke? Ja, nein, es ist okay. Wir drehen es in eine Slow Motion. Das bedeutet, das geil wäre, wenn du genau das rote Kreuz triffst. Das wäre der Hammer. Achtung und bitte! Alles andere kann mich mal. Ich starte durch. Warte mal, alles andere kann mich mal. Ich starte durch im Leisachtal. So ist es. Das ist geil. Also, bis
Bist du bereit? Ja. Achtung und bitte. Alles andere kann mich mehr. Nee, oder? Oh. Herzlich willkommen in der versteckten Kamera. Mal. Ich starte durch im Leisachtal. Ne? Ja, aber das ist natürlich super Spruch. So, Nadinchen, du zeigst uns jetzt mal, wo der Frosch die Locken hat, wa? Okay. Also, warte schön, ich geh mal hier auf die Position. So, ihr Pfeifenkönige, seid ihr soweit? Bitte! Alles andere kann mich mal. Ich starte durch. Und wenn man als Letzte reingelegt wird, dann lachen einen auch noch die Mannschaftskolleginnen aus.